Hallo Marvin, schön, dass du kurz Zeit für uns gefunden hast zum kleinen Interview. Gestern Abend seid ihr in den Verbandspokal gestartet, habt euch mit einem 2-0-Sieg gegen die SG Meisenheim Desloch-Jeckenbach durchgesetzt. Wie fällt dein Fazit zu dem Spiel aus? Ja, wenn man schon mal die erste Halbzeit beguckt, was für Großchancen hat. Wir haben es dreimal Aluminium getroffen, zwei Abseitstore. Wir hatten reichlich Chancen, da schon vielleicht 5, 6, 7-0 in Führung zu gehen. Ja, ist auch wieder so eine Sache, die wir da, wo wir dran arbeiten müssen, was wir besser machen müssen, dass wir gieriger und galliger werden, dass wir das Tor machen wollen, diesen letzten Meter nochmal gehen wollen. Und ja, das war ein souveräner Sieg. Hätte höher ausfallen können, aber von meiner Seite und ich glaube auch von der ganzen Mannschaft war das ein guter Auftritt. Es ist für den Fan draußen vielleicht immer, ich sag mal, ein bisschen schwierig, ne, dass man sich gegen den Sechstligisten trotz so einer guten Leistung so schwer tut oder generell im Verbandspokal gegen die unterklassigen Gegner. Woran liegt es vielleicht, dass man trotz den Chancen, die man sich erspielt, dann doch so ein Spiel schwieriger läuft als vielleicht ein Ligaspiel? Ja, gestern war das auch, glaube ich, der Fall, dass der Torwart das Spiel seines Lebens gemacht hat. Die Mannschaft, auch für die ist es was ganz Großes, gerade gegen einen Verein wie Kaiserslautern spielen zu dürfen. Gerade in einem wichtigen Spiel, wo man dann auch vielleicht, wenn man die Chance hat oder ergreift, dass man weiterkommt, dass man vielleicht dann noch in den DFB-Pokal einziehen könnte. Für die ist das immer das Spiel des Lebens. Und da tun die alles dafür und geben auch alles und grasen jede Grasnarbe ab. Dann ist klar, wir sind anders geschult, wir halten uns an Vorgaben in den Maßen und ja, wie ich schon gesagt habe, also in der ersten Halbzeit jetzt klar schon 5-6-0 stehen können, aber von allem muss ich sagen, es ist kein leichtes Spiel immer, aber wir haben uns gut geschlagen. Und du hast ja auch zu dem Sieg beigetragen mit deinem ersten Pflichtspieltor für den FCK. Wie war das denn? In so einem Spiel hat das dann trotzdem auch, freut man sich darüber eine große Bedeutung oder wäre es jetzt im Ligaspiel lieber gewesen? Also ich freue mich über jedes Tor, ist egal welche Liga oder gegen wen wir spielen, weil auch gerade für mich gibt es wieder ein bisschen Selbstvertrauen, gibt ein bisschen Aufschwung. Ne? Man weiß ich oder selber weiß man dann auch, dass man hat Tore schießen nicht verlernt. War auch eine schöne Hereingabe von Zucki und ja, also allem drum und dran. Ich habe das Tor gemacht, habe auch mein Debüttor gegeben und ich würde alles daran setzen, dass es so weitergeht jetzt. Wie ist denn so der Zustand bei dir? Du hast dich ja in der sowieso kurzen Vorbereitung, die es gab, nicht ganz einbringen können, weil du dir im Sommer eine Verletzung zugezogen hast am Knöchel. Wie sieht es da aktuell bei dir aus? Wie fit bist du? Wo stehst du? Ja, es war auch für mich das erste Mal eine ungewohnte Situation, weil ich bin verletzt in den Urlaub gegangen und konnte in den 5, 6 Wochen teils nicht wirklich viel machen, geschweige laufen und war dann halt wirklich schon kurz vor Trainingsstart beim KSC noch. Davor war ich schon 1,5 Wochen in Reha und habe mich da halt behandeln lassen. Bin jetzt, stand meiner Meinung wirklich auf dem besten Wege. Ich fühle mich richtig gut, auch Fitness gesehen, weil bin jetzt nicht jemand, der eine lange Vorbereitung braucht oder sonst irgendetwas. Ich quäle mich da rein, ich arbeite mich da rein. Durch die ganzen Bedingungen, die wir haben mit unseren Physios, mit unserem Fitnesstrainer Basti, habe ich alle Möglichkeiten, auf absoluten Top-Level zu kommen. Und da sehe ich mich wirklich nicht mehr weit entfernt. Also in den nächsten Tagen werde ich, glaube ich, auf kompletten 100% sein. Und vor allem viel Spielpraxis kriegst du ja auch in diesem eng getakteten Spielplan. Jetzt am Sonntag steht das nächste Ligaspiel an, das erste Auswärtsspiel der Saison bei Türkgücü München. Die sind jetzt als Aufsteiger neu dazugekommen. Konntest du dir von denen schon ein Bild machen? Wie schätzt du die ein? Der jetzige Mannschaftskapitän Sergio Serrera. Mit Sergio bin ich zusammen aufgestiegen beim KSC, der war das letzte halbe Jahr bei uns und ja, man hat jetzt so Kontakt gehabt und man hat mal zwischenzeitlich geschrieben. Ich freue mich aufs Spiel, wie auf jedes andere Spiel auch. Klar ist es auch, dass Türkgücü ein 2-2 jetzt gegen Bayern 2 geholt hat. Wobei die auch ja im Umbruch waren, viele neue Spieler, viele Jugendspieler wieder hochgeholt haben. Nur nichtsdestotrotz muss man das nicht auch auf die leichte Schulter nehmen, nur weil es ein Aufsteiger aus der Regionalliga ist. Wir müssen weiterhin unser Ding durchziehen.
und viele Sachen noch besser machen, die wir gegen Dresden vielleicht nicht gemacht haben. Und am Ende des Tages sage ich mal so, wir fahren hin, wir wollen die 3 Punkte und wir tun alles dafür. Nenn uns mal ein Beispiel vielleicht. Was müsst ihr konkret besser machen? Was hat man jetzt in den ersten 3 Spielen, die ihr bisher absolviert habt, schon gesehen, wo es vielleicht noch ein bisschen hakt? Gut, die dritte Liga, das ist ein absoluter Männerfußball. Hier wird gekreist, hier wird gekratzt, gebissen, alles wird hier gemacht, um einfach nur am Ende des Tages das Ergebnis auf seiner Seite zu haben. Und genau das müssen wir ein bisschen mehr annehmen. Wir müssen es annehmen und wir müssen dagegen halten. Und das ist auch der Punkt, wo ich sage, wir sind eine junge Truppe. Spielerisch, man sieht es auch im Training, kann jeder von den Jungs kicken. Nur am Ende des Tages zählt das, was am Wochenende dabei rausgekommen ist. Und da musst du halt den Kampf wirklich annehmen. Und da musst du dann auch mal eine Drecksau sein und sagen, gut, okay, es tut weh, aber am Ende tut's gut. Dann hoffen wir mal, dass ihr am Sonntag die bissigere Mannschaft seid und mit 3 Punkten mehr nach Kaiserslautern zurückkommt. Hoffen wir auch. Danke dir auf jeden Fall und viel Erfolg. Danke sehr.